Wie du ihn dazu bringst, nur noch an dich zu denken. Drei einfache Regeln. Willkommen zu diesem Video, zu dir spricht Sergej Lenz. Und heute sprechen wir darüber, was du tun kannst, um das Bewusstsein eines Mannes auf dir zu fesseln. Und zwar von dem Mann, der dir wirklich etwas bedeutet. Schau mal, der erste Punkt, das ist Freude und Zufriedenheit demonstrieren. Es wird für dich kein Geheimnis sein, aber Männer sind extrem abhängig von der Bestätigung von einer Frau. Das mag dir vielleicht ein bisschen verrückt vorkommen, aber wenn wir das Ganze biologisch betrachten, dann können wir die Frau zu einer Eizelle umformen und den Mann zu einem Spermium. Wenn der Mann eine zufriedene Eizelle sieht, dann demonstriert die Eizelle dadurch, dass sie a. vital ist und b. dass sie ihn annimmt. Und Männer sind süchtig nach diesem Gefühl von einer vitalen Eizelle in Form einer Frau angenommen zu werden. Deswegen, er empfindet Freude dabei, wenn er die Freude in der Frau sieht. Es zieht den Mann zur Quelle der Freude. Wie eine Blume, die sich an die Sonne richtet. Du zeigst damit, dass du nicht im Defizit bist. Du zeigst damit, dass bei dir alles in Ordnung ist. Du sorgst dafür, dass dadurch in dem Mann Testosteron ausgeschüttet wird, ja, weil das Spermium wird in Einsatzbereitschaft versetzt. Und schau mal, das ist ein Effekt, der eintritt, dass er dich mit dieser Freude assoziiert. Sobald er dich sieht, sobald er an dich denkt, hat er mehr Energie, seine Hormone brodeln und er gewöhnt sich an diesen Zustand und er verbindet diesen Zustand mit dir, also sucht er immer wieder deine Nähe. Ein kleiner Trick. Wenn du den Mann siehst, also beim Begrüßen sowie bei der Verabschiedung, sei in deinem besten Zustand, in deiner besten Laune und zieh das wirklich konsequent durch, egal was zwischen euch ist, egal was, ob sich irgendwelche Konflikte einschleichen, Begrüßung und Verabschiedung immer im besten Zustand. Dann sorgst du dafür, dass er mit dir diesen Zustand verbindet und sich zu diesem Zustand hingezogen fühlt. Und hier muss man auch ein bisschen differenzieren. Wenn du dem Mann demonstrierst, dass er dir extrem viel bedeutet und dass du ihn brauchst, dann demonstrierst du ein Defizit. Ja, wenn du ihm hinterherläufst, wenn du dich viel zu sehr um ihn bemühst, dann demonstrierst du Unzufriedenheit. Selbst wenn du ihm sagst, ich will mit dir zusammen sein, ich liebe dich, ich brauche dich, die Message von dir ist ein Defizit. Ja, das bedeutet, du demonstrierst nicht mehr so eine vitale Eizelle und auf einer gewissen Ebene demonstrierst du auch, dass du ihm gegenüber verschlossen bist. Ja, das bedeutet, du selbst wenn du versuchst zu lächeln, dann wirkt es nicht so gut. Ja, deswegen nochmal, der erste Punkt, das ist Freude und Zufriedenheit. Zweiter Punkt, das ist der persönliche Raum. Ganz wichtig, wenn du einen Mann kennenlernst, oh Quatsch, das sollte eine 2 sein. Ist, dass du den Mann nicht überfütterst. Denn wenn der Mann sich wohlfühlt, wenn der Mann glücklich ist, wenn der Mann die Zeit mit dir genießt, solltest du ein bisschen auf Distanz gehen. Nicht um ihn zu manipulieren, nicht um ihn zu bestrafen, sondern es ist so, wenn du nur die besten und erlesensten Speisen jeden Tag isst, am 14. Tag hast du überhaupt keine Lust mehr darauf. Ja, wenn du wirklich 3-mal oder 4-mal oder 5-mal am Tag einen Tisch hast mit den besten und erlesensten Speisen, du hörst auf, es zu schätzen. Deswegen solltest du nicht die ganze Zeit in seinem Raum sein. Sonst entspannt er sich. Er wird träge. Seine Energie fällt. Ja, selbst wenn du total super bist und total gut drauf. Das möchtest du nicht. Ja, denn dann wird auch dein Wert in seinen Augen ein bisschen wackeln. Nochmal, wenn du siehst, dass er gerade gut drauf ist, wenn du siehst, dass er glücklich ist, wenn du siehst, dass er gerade Feuer gefangen hat, dass seine Augen leuchten,
dann beende das Date. Oder wenn ihr bereits zusammen lebt, dann geh in ein anderes Zimmer und telefonier ein bisschen mit jemand anders. Schau mal, dieser Zustand wird sowieso vorbei sein. Aber wenn du an diesem Peak rausgehst, dann wirst du diesen Peak mit dir verankern. In seinem Kopf wird er mit dir assoziiert. Der nächste Punkt. Demonstriere Selbstliebe. Selbstliebe. Also Selbstliebe ausdrücken, Selbstliebe demonstrieren. Schau mal, wenn du dich pflegst, wenn du in dich investierst, dann tauchst du ein in Liebe zu dir selbst. Also wenn du dich nicht selbst liebst, wenn du keine Liebe dir selbst gegenüber ausdrückst, dann hast du keine Liebe, die du geben kannst. Aber das weißt du ja selbst. Schau mal, wichtig ist, dass du dich nicht zwingst, die ganze Zeit in Freude und in Liebe zu sein, um dem Mann zu gefallen, sondern dass du es wahrhaftig in dir spürst. Dann wird diese Message direkt in sein Unterbewusstsein reingehen. Er wird in dir diese Frau sehen, die sich von anderen Frauen unterscheidet durch ihre Energie, durch die Liebe, die sie für sich selbst hat, weil die Liebe, die sie in sich hat, wenn sie viel davon hat, dann strömt sie aus ihr heraus. Dann ist er ebenfalls im Feld dieser Liebe. Ja, das bedeutet, es ist wichtig, dass du das wahrhaftig in dir spürst und auch kultivierst. Und selbstverständlich wird es Phasen geben, wo du mal schlecht drauf bist. Selbstverständlich wird es Phasen geben, wo du eine schlechte Laune hast. Das versteht sich von selbst. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, dass du dich wieder regenerierst, dass du dich wieder auffüllst, dass du wieder auftankst, indem du dich ausruhst, indem du dich ausbalancierst von deiner Arbeit zum Beispiel, indem du Yoga machst, tanzt, singst, Spa besuchst, Wellness-Einrichtungen besuchst, Sauna, Kosmetik, verreisen und so weiter und so fort. Fülle dein Leben mit purer Lebensfreude und du wirst merken, dass wertvolle Männer wie ein Magnet von dir angezogen werden. Beziehungsweise, dass du ein Magnet für wertvolle Männer wirst. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns nächstes Mal. Dein Sergej Lenz.